Der Flughafen Zürich bekommt ein neues Gate, also fast Swiss Gate. Und dort kann man nicht in die Ferien fliegen, sondern man kann arbeiten. Es ist nicht auf dem Flughafen selber, aber gerade nebendran. Und bei mir ist jetzt der Markus Nussbaum. Er ist Geschäftsführer. Westgate Kloten ist in Planung. Wann sind die ersten Gebäude bezugsbereit? Ja, es ist noch nicht ganz im Bau. Wir sind jetzt aktiv auf der Suche nach einem Mieter. Und sobald wir von diesen 16'000 Quadratmetern rund ein Drittel vermietet werden haben, dann können wir auf den Knopf drücken und fangen an mit Bauen. Und dann muss sich der Mieter vielleicht etwa 30 Monate gedulden, bis er einziehen darf. Was zeichnet Westgate aus? Warum sollte man dort planen, um dort Büros zu machen? Oder auch Gastro werden da ja, glaube ich, haben? Genau, im Erdgeschoss wird es Gastronomie geben, damit die Leute dort auch gepflegt werden können, die dort arbeiten. Aber einerseits die exzellente Lage direkt neben dem Flughafen. Dann werden wir mit der Erweiterung von der Glattalbahn eigentlich unsere eigene Haltestelle bekommen, direkt von der Haustür. Das sieht man, das wird dann das 12-Tram sein wahrscheinlich, oder das 10-Tram? Ja, das ist die Erweiterung, die jetzt bei der Fracht aufhört, die dann nachher durch Kloten durchgeht, Richtung Bassersdorf, mit Haltestelle vor unserem Gebäude. Und auch auf Zürich? Und auch auf Zürich natürlich, genau. Und wird dann auch mit Bus und Bahn ist natürlich gut erreichbar. Und zusätzlich werden wir trotz allem noch 300 Parkplätze in der Tiefgarage können anbieten. Und das ist sicher ein Grund, warum man auf Kloten ins Westgate kommen soll. Und der andere Grund ist natürlich einfach das moderne Gebäude, wo extrem nachhaltig gebaut wird, grossen Wert auf Ökologie gelegt wird. Und im Betrieb wird das CO2-neutral sein. Und unter diesem Aspekt, denke ich, ist man da mit topmodernen Gebäuden gut untergebracht. Da macht man als Firma gerade noch etwas für die Umwelt, wenn man dort quasi das Büro einrichten tut. Korrekt. Für die Mitarbeiter. Also näher an Zürich, näher am Flughafen. Man hat eigene Tram-Haltestelle plus trotzdem auch noch Parkplätze. Gute auch Gastro-Angebote bei euch im Erdgeschoss, glaube ich. Im Erdgeschoss wird es ein Restaurant geben und das Highlight ist dann sicher die Rooftop-Bar mit Terrasse auf dem Dach oben, wo man wirklich eins zu eins auf die Landepiste oder die Startbahn sieht vom Flughafen, was schon sehr eindrücklich ist. Und die sind dann auch öffentlich zugänglich? Das ist öffentlich zugänglich. Also für Leute, die dann Planespotting machen wollen, wenn vielleicht wieder mal der US-Präsident als WEF kommt, dann kann man dann von dort hat man dann die beste Sicht. Die wird einmalig sein, die Sicht. Man redet ein bisschen über einen steigenden Leerstand, aber in Büro- und Gewerbebauten. Vielleicht auch wegen mehr Homeoffice oder sonst Verschiebungen. Auch in der Flughafenregion Zürich. Warum sind ihr da mit Westgate trotzdem zuversichtlich, dass da genug Leute werden interessiert sein? Weil ich überzeugt bin, dass wir ein Top-Produkt anbieten. Mit einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem topmodernen Gebäude, wo eben, wie gesagt, sehr nachhaltig und CO2-neutral wird sein. Und das ist ja auch ein Grund oder Massnahmen, wo viele Firmen in Zukunft werden müssen darauf achten, weil auch seit der Politik der Druck ja immer grösser wird, als man in so Gebäude drin ist. Und da denke ich, gibt es genug gute Gründe, warum also die Firmen zu uns kommen sollten. So lässig und nachhaltig ist sein, aber man muss es auch noch zahlen können. Und man hört sehr oft ja über sehr hohe Preise, zum Beispiel beim The Circle am Flughafen Zürich. Wie haltet sich da Westgate? Ist es ähnlich, auf einem ähnlichen Niveau oder ein bisschen konkurrenzfähiger? Wir werden definitiv konkurrenzfähiger sein. Wir vermieten Grossraumbüro zu 340 Franken den Quadratmeter. Wenn ein Mieter jetzt noch gewisse Kleinteilungen möchte haben, ist das etwas, das oben drauf kommt. Aber sonst sind es die 340 Franken für den Quadratmeter ausgebaute Grossraumbüro. Plus natürlich Nebenkosten. Aber wie gesagt, die Nebenkosten werden extrem tief sein, weil wir modernste Haustechnik haben. Wir heizen mit Grundwasser heizen und kühlen. Und haben so wirklich sehr, sehr tiefe Kosten. Wer steht denn hinter diesem Projekt? Das ist ein privater Investor, ein ortsansässiger Investor. Und er hat uns, die Firma Seitzmeier, beauftragt, Vermarktung zu machen für das Gebäude. Und die Firma Seitzmeier hat aktuell 35 Mitarbeiter. Wir sind ein über 100-jähriges Stadtzürcher Immobilienunternehmen, bieten Dienstleistungen in der Bewirtschaftung und eben auch Vermarktung an von eher anspruchsvollen Immobilien.
Und mit dem Vermarktungsauftrag von Westgate ist das für uns auch schon ein bisschen, ja, ein Aufstieg in eine andere Liga, weil so ein grosses Projekt haben wir jetzt auch noch nie dürfen vermarkten. Und das war schon auch eine riesige Herausforderung für uns. Unser Vermarkter, der Patrick Hanschoy, ist für einen knapp 6-minütigen Projektfilm den ganzen Tag lang vor einem Greenscreen gestanden. Was sehr anstrengend ist. Immer eine spannende Erfahrung, genau. Ja, keine Ahnung, in was man reinkatapultiert wird. Genau, das war wirklich sehr spannend. Und zusammen mit der Firma Swiss Interactive haben wir ja, eigentlich ein virtuelles Büro konstruiert, wo der künftige Mieter eigentlich schon durch seine künftigen Büro kann durchlaufen kann und mit der VR-Brille seine Büros kann anschauen kann und eben auch das Raumgefühl bekommt. Sonst sieht man einfach schöne Visualisierungen, aber mit der virtuellen Tour durch die Büros durch, kommt man wirklich ein Gefühl für die Büros über. Und das mit einem coolen Nebeneffekt, dass man sogar die Farbe vom Teppich aussuchen oder die Möblierung anpassen. Und so hat ein künftiger Mietinteressent eigentlich schon ja, seine zukünftigen Büro schon mal gesehen, wie denn das nachher wird sein. Und da haben wir uns wirklich auch in neue Dimensionen führen bewegt in der Vermarktung. Setzt ihr jetzt da speziell bei diesem Projekt so stark auf die digitalen Tools setzen oder macht ihr das sonst auch? Ist das sonst auch ein wichtiges Thema, dass man schon vielleicht kann etwas digital einrichten oder dass man vielleicht etwas sogar im Web 3.0 schon mal anschauen, schon mal spüren? Siehst du so einen Trend, dass es in die Richtung geht? Es geht immer vermehrt in die Richtung, das ist definitiv so. Aber jetzt in diesen Dimensionen, wie wir es da bei Westgate haben, ist das wirklich auch Neuland für uns. Wir haben glücklicherweise ein grosszügiges Budget zur Verfügung gehabt, damit wir die Massnahmen alle haben können umsetzen. Aber ich denke, es ist auch nötig, weil wir haben da auch mit internationalen Firmen Kontakt. Und ja, heute ist das ja nicht mehr so, als wäre ein Meeting extra irgendwo nach London oder weiss nicht wo fliegst. Und mit den Unterlagen, die wir da können zur Verfügung stellen können, eben mit virtuellen Touren oder auch sonst allen anderen Informationen können da schon sehr viel bieten, damit sich ein Interessenter schon recht ein gutes Bild machen von diesem Projekt. Das klingt super interessant. Einziger Nachteil, man muss noch mindestens 30 Monate warten. Genau, man muss ein bisschen geduldig sein. Aber das werden wir schaffen, Markus Nussbaum. Danke vielmals für den Besuch. Danke. Gut.